Mein Name ist Matteo, ich bin 25 Jahre alt und arbeite hier seit halbes Jahr ungefähr. Und meine Aufgabe ist hinter der Theke. Luftgetrocknete Schinken, Beispiel Parmaschinken, dann wir haben gekochte Schinken mit Trüffel, ohne Trüffel, also ganz normal. Dann haben wir auch etwas besonderes, Beispiel ein Quitta alla Brasa, das ist eine gegrillte Schinke mit Honig und Rosmarin. Dann haben wir auch Käse, haben wir Beispiel junger Käse oder Pecorino, altes Käse dann, mit Trüffel auch. Oder Primosale mit viel Geschmack, zum Beispiel mit Chili oder mit Rucola, Pistazien. Ich esse gerne Beispiel als Vorspeisteller eine luftgetrocknete Schinken, ein Parmaschinken mit einem Salami Barolo Wein Beispiel, dann Oliven muss auf jeden Fall sein, Käse wie ein Pecorino mit Feigen am besten, weil das schmeckt besser, also süß und salzig ist etwas Besonderes und dann auf jeden Fall muss sein eine muss ein Brot dazu, sonst gibt es keine Antipasti. Und für mich Beispiel ein perfektes Brötchen ist Mortadella, Stracciatella und Pistazien. Das hat so viele Geschmack, die haben also viele verschiedene Geschmack. Dem Fett von Mortadella, dann der feine Geschmack von der Stracciatella und Pistazien dazu. Für mich Jovo ist eigentlich wie eine Familie. Ich bin hier gekommen, ich habe kennengelernt, meine Kollegen, die sind also wie Oma, wie Tante, wie Mutter. Also für mich hier ist, es gibt keine Arbeit, sonst Spaß mit Familie. Und wenn ich habe die für die erste Mal Mortadella aufgeschnitten, das war für mich so wie mein Leben. Ich habe die ganze Zeit gewartet auf das. Weil für mich Gastronomie ist, ja, ist Leben, ist das Leben. Wir haben auch besondere Käse, Beispiel der Chiodo. Der Chiodo ist ein Typ von Käse, ist eine Art Käse natürlich. Und haben wir den Crosta Fiorita. Den Crosta Fiorita ist etwas würziger Beispiel. Oder haben wir auch den Colle Sardo. Colle Sardo ist klassischer Pecorino eigentlich, aber auch, hat auch viel Geschmack, weil also dieser Schafskäse, dieser Schafsgeschmack kannst du in jeder Bite hören. Also, wenn du das siehst, ist etwas eigentlich Besonderes. Ich habe keine Worte damit. Ich warte herzlich hier auf meine Theke. Und unsere Produkte genießen. Bis bald, euer Matteo. Tschüss.